Love my life. I am beautiful. I am magical. I am free. I love my life. I am powerful. I am. Ik weiß de tekst niet. I am me. Das Lied ist eines von meinen Lieblings von Robbie Williams und das kommt ganz sicher in Soundtrack of My Life. Mein Soundtrack zu meinem Film von meinem Leben ist das Lied definitiv auch noch, weiß auch nicht, noch lang dabei und schon seit ein paar Jahren, seit das rausgekommen ist von Robbie. Ich liebe den Text. Es ist eins, wo er an seine Tochter schreibt, mega, mega herzig. Aber der Refrain, der ist eben genau das, was wir alle brauchen. Ich bin gut, ich bin voller Kraft, ich bin magisch, ich bin schön, ich bin frei, ich bin mich. Das ist doch mal eine Ansage für unser Leben, das wir selber gestalten. Und Musik ist ja so krass, wenn du es hörst, dann katapultiert es dich sofort noch jemand an. Du schmeckst es vielleicht gerade oder weißt noch, was du angehabt hast. Zum Beispiel der Danny Boy. Oh, Danny Boy, Danny Boy. I got a whiskey drink, I got a vodka drink, I got a lager drink, I got a cider drink. There's a song that reminds me of the good times. There's a song that reminds me of the better times. Und dann eben, oh, Danny Boy. Ich würde im Fall dir viel lieber das Original abliefern, da zum hören. Aber das ist ja nicht erlaubt auf YouTube und auf Facebook. Aber du weißt, welchen Song ich meine, vielleicht. Auf jeden Fall, wenn ich den höre, bin ich gerade sofort im Pöstlitz Zermatt an der Party, wo wir hatten, wo wir ein Schneeweekend hatten von der ETH Lausanne und der ETH Zürich zusammen. Und es war so lässig. Und nachher ist natürlich das Lied immer an den Studi-Partys gekommen. Und ich feiere es, wenn ich das höre, dann bin ich sofort wieder dort. Und wir haben es so, so cool zusammen. Und ein anderes wunderbares Musikerlebnis ist mein Kassettli aus dem 91, wo ich bei meinem geliebten Skilehrer in die Ferien gehen helfen auf dem Bauernhof. Ich war so stolz und so glücklich, dass ich bei meinem Superstar in der Nähe sein kann. Seine Freundin hat die kleinherzige Barbara hat sie also auch nicht als Konkurrenz empfunden. Und ich konnte heuen, ich habe mich mega cool gefühlt auf dem Traktor und auf dem Terra-Truck. Und es war einfach das Beste gewesen. Und aus dieser Zeit habe ich ein Kassettchen von meinem Skilehrer kopiert und noch ein Cover gestaltet. Also so schön ist es nicht, aber es ist immer noch das Original. Ich habe noch 5 Kassettchen, sind es, glaube ich. Und der Rest ist eben verbrannt. Wir haben einen VW-Bus gekauft, meine Schwester, der Ken und ich, vor Jahren, und der ist eben abgebrannt auf der Autobahn, zum Glück vor dem Gotthard und nicht im Gotthard. Und sie hat den Bus übernommen mit ihrem Mann zusammen und hat mir dann die 5 Kassettchen zurückgegeben. Und die haben wir noch und der Rest ist alles geschmolzen und vorbei und vergangen. So schade, weil ich habe eben, schau mal, den wunderschönen Kassettenrekorder von meiner Tante bekommen, weil sie ins Altersheim gezügelt ist und den nicht mehr gebraucht hat. Da kann man also richtig drücken und nachher macht es Klick. Und weißt du noch, man muss eben das Kassettli kehren, wenn es fertig ist. Und es stellt von alleine ab, wenn das Bändli aufgebraucht ist. Und das Kassettli von meinem Skilehrer ist sogar mitten im Lied, hat es halt aufgehört und dann habe ich dann die Rückseite aufgenommen. Herrlich. Wenn ich diese Musik höre, dann bin ich sofort im Herbst 91 und dann im Sommer 92, 93 habe ich geholfen heuen. Musik ist einfach so, so krass verbunden mit Erinnerungen. Und wenn ich jetzt dir letzte Woche vom Film von deinem Leben erzählt habe, was ist denn der Soundtrack für deinen Film? Was liest du für Musik aus? Für die lässigen Sachen, die jetzt laufen, für die im Moment schwierig sind. Wenn du dir jetzt vorstellst, kommt ein Kamerateam und begleitet dich die ganze Zeit und macht einen mega schönen Film aus deinem Alltag jetzt. Was läuft für Musik dazu? Du musst es bitte zusammenstellen auf Spotify oder auf was für einen Player du auch immer deine Musik hast. Du kannst auch einfach eine Liste von den Liedern machen und du musst sie posten oder mir per E-Mail schicken oder irgendwie auf einem Weg veröffentlichen und mich taggen mit Soundtrack, wie soll man es auf Deutsch sagen? Soundtrack von meinem Leben, Joy is my compass und nachher kann ich das reposten oder zusammensammeln und auf den Blog nehmen. Weißt du, ist das cool, all die verschiedenen Musiken
gehen hören und entdecken und schauen, was du würdest auswählen, nicht würdest. Ich finde das immer so schön, wenn du irgendwo in einem Zug oder einem Flug oder einfach bist unterwegs, auch auf dem Velo vielleicht, bist du Musik hören. Und es ist so schön, wo du durchfährst und dann findest du so, das ist jetzt wie in einem Film und das ist meine Musik, die ich dazu höre. Für mich hat es Baden Dochsner und deutsche Lieder, die ich liebe und dann englische und vor allem richtig, ich bin der Musik überhaupt nicht irgendwie vom Fach, gar nicht, sondern einfach das, was ich schön finde, das, was mich eben vor allem an Erinnerungen, was an Erinnerungen knüpft, ist, an diesen Musiken habe ich am meisten Freude. Und zum Beispiel der Robbie hatte ich ein Ticket gehabt für ein Konzert und ich hatte so schlimm Halsweh, Grippe daheim gehabt und ich habe mein Billett verschenkt oder verkauft, ich weiss nicht mehr. Auf jeden Fall konnte ich das Fenster aufmachen und der Wind ist vom letzten Grund schön, es sind ein paar Kilometer von uns daheim bis zum letzten Grund, aber ich konnte den Robbie aus dem Bett ein bisschen zulassen. Das war immerhin etwas. Schau da die Grassämmchen. Die hängen da um mich herum und ich bin doch ein bisschen allergisch. Aber ich habe gefunden, da bei dem Nussbaum, es kitzelt immer noch in der Nase und ich habe die Aussicht über Zürich. Das ist jetzt heute mein Film von meinem Leben. Mika ist da unten, zu Abendsrieden, am Reiten. Und ich habe gefunden, ich gehe jetzt da rauf, gucke Filme, anstatt in meinem Büro. Das ist jetzt mein Vorsatz für die schönen Tage, dass ich draußen arbeite und meine Picknickdecke habe. Und zu feiern, dass es schön Wetter ist und warm. Und jetzt müsste eben noch der Soundtrack stimmen, den ich nicht mit dir teilen kann, aber vorhin haben ganz viele Vögel gesungen. Das Leben ist gut und das Leben kann ich selber entscheiden, was ich will. Und wenn du findest, haha, Film vom Leben, es muss im Fall gar kein Kamerateam kommen, es muss kein Fernsehteam kommen oder kein Kamerateam, weil mein Leben ist überhaupt nicht leer und sicher nicht eines Filmes würdig, dann du dich mal überlegen, was du ändern willst. Willst du anders essen? Willst du dich anders bewegen? Willst du anders dir Gedanken machen? Eben nicht mehr irgendwie im Negativen drüllen, sondern sagen, so, ich stelle mir jetzt die positiven Sachen vor. Oder willst du die negativen Sachen aufräumen? Willst du an deinem Geld-Mindset arbeiten? Willst du anders schnaufen, dass du mehr Energie hast? All diese Sachen sind in der Joy Academy abgedeckt. Und es tut einfach mega gut, mit anderen Menschen unterwegs zu sein, wo du weisst, die machen auch so komische Sachen und tun auch meditieren und tun Sachen aufschreiben und du kannst deine Gedanken teilen, du kannst deine Ideen teilen und die anderen finden, hey, wow, so cool, darf ich das von dir klauen? Wir können zusammen unseren Lebensfilm gestalten, neue Ideen zusammen entwickeln. Und auch wenn du findest, ich habe nicht Lust auf Zusammen- und Gruppen, es ist auch einfach für dich. Du bist mit dir unterwegs so, so wertvoll. Wenn du dir bewusst wirst, wie viel du eben das Skript, der Film vom Leben, den ich dir letztes Mal davon erzählt habe, den hast du in der Hand. Das ist so cool, wenn du dir das bewusst bist, dass du jeden Tag im Kleinsten kannst du anfangen, dir jeden Tag kleine Kinomomente zu schaffen. Eben jetzt so eine Aussicht geniessen. Ich bin sicher, du hast sicher auch irgendwo einen schönen Ort um dich herum, wo du wohnst. Dort hingehen und ein bisschen sitzen. Vielleicht nur 5 Minuten. Das tut so gut. Vielleicht nimmst du noch eine Flasche Weisswein aus dem Kühlschrank mit und ein Glas, ein richtiges Glas, nicht ein Becher. Und feierst es, dass du dort allein mit dir tust, ein Glas Wein trinken. Vielleicht auch mit jemandem zusammen. Und vielleicht ist es nicht Wein, sondern Bier oder Wasser mit Blümchen drin und einem Pfeffermünzstiel mit Blättchen dran natürlich. Du und schau, was dir gut tut. Und wenn du Unterstützung willst und Begleitung und zusammen unterwegs sind, komm in die Joy Academy. Es ist so leise, was dort abgeht und wie sie wächst und blüht mit jedem Member, mit jeder neuen Teilnehmerin, mit jedem neuen Teilnehmer, der reinkommt, ist es einfach so eine Bereicherung, weil wir haben unseren Film vom Leben bis jetzt designt und hatte. Und wir können aber alles ändern oder gleich behalten oder noch mehr geniessen in der Zukunft. Und das, was wir haben, ist das Hier und Jetzt. Und was wir uns wünschen für die Zukunft und was war mit uns, was uns zu dem gemacht hat, wo wir jetzt sind. Heute und jetzt. Du bitte deinen Soundtrack teilen. Ich freue mich schon jetzt darauf, deine Liste zu lesen oder zu hören
Und stell dir vor, wie schön das ist, wenn all diese Musiken zusammenkommen. Wenn du findest, ja, wie viel dann? Komm, wir sagen 10. Nein, 11 natürlich. 11 Lieder. Und du darfst auch 22 oder 33 oder so viel, wie du willst. Natürlich. Weil du kannst nämlich selber entscheiden. Tu doch jetzt da, wenn du das auf YouTube schaust, einen Daumen gegen oben geben und aufs Glöckli klicken, dass du kein Video mehr verpasst. Und wenn du es auf Facebook siehst, tu doch ein Style-Feeling klicken und irgendjemandem aus deinem Bekanntenkreis das schicken oder vielleicht auch auf deinem Profil posten, dass sich die Gedanken noch andere machen um dich herum. Weil wenn man zusammen solche Sachen macht, ist es einfach lustiger. Wenn du mit deiner Freundin über den Soundtrack von deinem Leben diskutieren kannst. Auch wenn es vielleicht ein bisschen etwas Lustiges ist und findest, ja, also ich werde nie ein Kinostar. Du bist dein eigener Star. Tu dir doch die Gedanken machen und merk nachher, wie gut es dir tut, wenn du dir Zeit nimmst für dich. Schönen Tag, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!